Hallo ihr Lieben, Christian hier. Ja, wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeste.de vorbei. Und heute haben wir ein Thema, da geht es einmal Frage nach 5D-Beziehungen. Und mehr sieht man jetzt im Titel, hab mir das jetzt glaube ich auch keinen richtigen Überblick über die E-Mail, aber wir schauen mal. Kannst mir auch Fragen schicken über ein Formular auf liebische.de. Lieber Christian, ich interessiere mich sehr stark für diese 5D-Bewegung. Ich habe in den letzten 6 Monaten einen sehr intensiven inneren und äußeren Prozess durchlaufen. Natürlich fängt der Prozess schon Jahre vorher an innerhalb meiner Ehe. Trennung im letzten Jahr von meinem Mann nach sehr langer Ehe ohne Seitensprung oder ähnliches, direkt danach 5-monatige intensive und toxische aus heutiger Sicht Erkenntnis dank dir und natürlich online kennengelernt, Klammer zu, On-Off-Affäre mit einem Bindungsängstler wie aus dem Lehrbuch. Ja, das geht komischerweise, ich weiß nicht, ob das am Datingmarkt liegt oder es geht ganz vielen so, die mir schreiben, die aus einer langen Beziehung rauskommen, aber vielleicht würden sie mir sonst auch nicht schreiben. Erstmal richtiger Deep Dive in eine richtig toxische Beziehung. So. Übrigens, Lovebombing, Future Faking, heiß kalt, toxischer Sex, Opferverhalten, keine Empathie, unverbindliches Verhalten, keine Beziehungsmeilensteile etc. Dadurch meine lieblose Ehe, meine Eimer, Aufmerksamkeit und Sex sehr, sehr leer waren. Ja, wie die meisten wahrscheinlich hier wissen, ist das halt der Einstiegsweg häufig in toxische Beziehungen, ne? Die leeren Eimer. Traf sein charismatisches und bestimmtes Auftreten bei mir auf offene Türen. Ich habe mich dann Ende letzten Jahres endgültig nach 4-mal on-off, das ist ja auch schon so in kurzer Zeit, okay, von dieser Affäre getrennt und hatte auch den besagten toxischen Liebeskummer mit kaltem Entzug. Hatte direkt alles von ihm gelöscht und ihn dann auch später blockiert, nachdem er per Messenger an Heiligabend lapidar Kontakt zu mir aufgenommen hat. Wahrscheinlich hat er geschrieben, ich vermisse dich. Miss you. Kuss-Smiley. Na, wie geht's dir? Können wir nochmal unverbindlichen toxischen Sex haben? Ich langweile mich gerade so. Ja, mein Ego wollte schon noch wissen, ob er sich nochmal meldet. Nun muss mein Ego Ruhe geben. Hab mir viele Videos von dir angesehen und mir ist so viel klar geworden, speziell im Rückblick. Hab dann auch noch deinen Liebeskummerkurs gemacht, dann 2 Bücher gekauft und das dritte bereits vorbestellt. Sehr richtig, so wird's gemacht. Nehmt euch da ein Beispiel dran. Hab mir jetzt Standards und Dealbreaker erarbeitet und mache bis Ende April nun eine Dating-Männerpause, die mir bisher sehr gut tut. Ich lerne das Alleinsein auszuhalten, innere unangenehme Gefühle zuzulassen und meine Eimer alleine zu füllen. Vielen Dank für deine tolle und wichtige Arbeit. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin nun in den 40ern, habe ich mir ein Human Design erstellen lassen. Ach, darum geht's. Okay. Welches ist vor einem halben Jahr im Rahmen meines Auszugs wiedergefunden habe. Also Human Design ist, wenn jetzt alle Human Designer aufschreien, aber es ist im Grunde genommen sowas wie Sternzeichen, Astrologie, nur also komplexer, aber letzten Endes wird anhand, geht auch in Richtung Numerologie, wird anhand deines Geburtsdatums und deines Geburtsorts und deiner Geburtszeit wird ein relativ komplexes Diagramm erstellt, wo es, vielleicht blende ich immer so ein Bild ein, wo es also man hat dann auch so ein, kriegt dann auch so eine Art Charakter sozusagen und auch gesagt, also wo man in seinem System definiert, das heißt dann Definitionen hat oder undefiniert ist. Wenn man undefiniert ist, also zum Beispiel kannst du im Herz undefiniert sein oder im, ja, was weiß ich, irgendeinem Chakra undefiniert sein oder ich weiß nicht was und dann können andere Leute da eher reingehen, andererseits bist du da offener und das wird dann noch in allen möglichen Verbindungen zwischen diesen Punkten, also sehr komplex und genau. Ich habe mir die 2 CDs dann angehört und Gänsehaut bekommen, wie ich dort beschrieben worden bin und ich bin
nun mit fast 50 Jahren scheinbar vor meiner nächsten Entwicklungsstufe stehe. 20 Jahre habe ich nicht an dieses Human Design gedacht und es ist mir auch im Rückblick so zutreffend auf mich einfach gespenstisch. Ja, ich schlage dir mal Folgendes vor. Tu doch mal so, das kannst du ja auch, kann man auch so Apps runterladen, ich weiß nicht was, berechne doch mal selber dein Human Design. Gib diese Daten da ein, also viele wissen die auch gar nicht, geht ja auch sehr um Uhrzeit der Geburt, ne? Und dann gib mal eine Uhrzeit ein, die, weiß ich nicht, 3-4 Stunden anders ist, wirst du ein völlig anderes Design kriegen und dann stell dir mal vor, das hätte deine Beraterin damals gemacht und überleg dir mal, ob du dann auch denkst, krieg ich Gänsehaut, das passt total, weil es gibt da, gibt es auch so einen Namen für, ne? Wie heißt das nochmal, diesen, wenn ein Horoskop immer passt, da gibt es irgendwie so einen Namen für, ja, ne? Mhm. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Aber es gibt halt so ein psychisches Ding, dass man, ja, wenn man ein Horoskop liest, dass man irgendwie immer das rauszieht, was passt und das Gehirn das dann so ein bisschen so zusammensortiert und denkt, boah, das passt aber cool irgendwie. Und also ich hatte nämlich das Erlebnis, dass mir auch mal ein Human Design gemacht worden ist und da habe ich auch so gedacht, boah, das passt ja irgendwie ganz cool und dann stellt sich aber hinterher raus, weil ich es auch nicht wusste und auch nicht mehr so die entsprechenden Menschen, die mir das sagen können, auch nicht mehr leben, wusste nicht genau, wann die Uhrzeit war, habe dann aber mir doch erschlossen, dass die Uhrzeit, glaube ich, falsch war, habe selber nochmal die richtige Uhrzeit eingegeben und habe ein völlig anderes Human Design bekommen und das passte nicht mehr besser oder schlechter als das erste und habe für mich dann rausgezogen, ich halte da nichts von, sag ich ganz ehrlich, halte da gar nichts von. Aber ich will hier niemand, also nichts, also wenn andere sagen, ich kann da, also ich bin da völlig offen, andere sagen, ich kann da super mitleben, also ich, oder für mich macht es absolut Sinn, würde ich da auch nicht gegenreden, ist einfach nur ganz einfache Meinung. So, jetzt ist mein Internet abgeschmiert. So, muss ich nochmal wieder neu einloggen. Von daher, mir geht es aber auch, muss ich sagen, mit Astrologie ganz ähnlich. Also ich kann mich super gut reinfinden in Widder. Passt auch ganz viel, aber vielleicht könnte ich mich in andere Sachen auch reinfinden und mir ist das so ehrlich gesagt völlig Wumpe, da finde ich andere spirituelle Sachen viel spannender. Aber wem das hilft, also man kann sich da halt auch ziemlich drin verrennen, sage ich mal. Es kann auch wirklich so ein richtiges Rabbit Hole werden irgendwie. Und ja, und manchmal, also es gibt zum Beispiel auch so eine spirituelle Übung am Anfang des Jahres, habe ich zum Beispiel gemacht dieses Jahr, kein Bleigießen, kein Horoskop lesen, kein gar nichts, sondern einfach zu sagen, hey, ich lasse mich nicht limitieren dadurch, weil, wisst ihr, wenn jetzt im Horoskop steht, erste Hälfte des Jahres wird scheiße und dann wird's gut, ja, was meint ihr wohl, was eure Psyche dann damit macht? Also nichts Gutes, kann ich jetzt schon sagen. Oder man zieht irgendeine Horrorkarte beim Tarot. Aber es gibt vielleicht Situationen, wo es man dann trotzdem lustig findet und einem was bringt. Ich sage, das ist jetzt kein 0 oder 1, aber einfach nur mal ein paar Gedanken. So, wie geht denn die E-Mail jetzt weiter? Human Design. Ich bin schon lange der Meinung, dass es ein Universum gibt. Das gibt es, ganz bestimmt. Und unser Weg vorbestimmt ist, beziehungsweise alles im Leben einen Sinn hat. Das sind mal verschiedene Sachen. Also ich glaube nicht, dass alles vorbestimmt ist. Ich glaube, wir haben Lebensplan und das sind so grobe Wegmarken, an denen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeilaufen. Aber wie soll man sagen, das ist wie Schachspielen. Es gibt so bestimmte Regeln. Und ich glaube schon, dass jedes Leben bestimmte Regeln hat. Und aber selbst wenn du bestimmte Regeln machst, wie beim Schachspiel, also der Läufer kann halt nur querrennen und was weiß ich, gibt es immer noch eine Trilliarde Möglichkeiten und so sehe ich unser Leben auch. Es gibt sicherlich Sachen, wo unsere Seele sagt, ja, die würden wir jetzt ganz gerne mal mitnehmen oder die sind jene Themen mal angucken. Aber erstmal kann man dann immer noch sagen, jetzt aus seinem jetzigen eingeschränkten Bewusstsein habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht bearbeiten,
manche Sachen kann man vielleicht nicht vermeiden. Die sind vielleicht wirklich festgetackert, weiß ich nicht. Weiß ja auch keiner. Aber ich glaube nicht, dass alles vorbestimmt ist. Was jetzt nicht heißt, dass nicht alles einen Sinn hätte. Das glaube ich in der Tat schon so. Aber das hängt eben auch viel von unserem, was wir jetzt denken, von unseren Glaubenssätzen, die wir jetzt haben, von unserem Tagesbewusstsein. Und da gestalten wir die Welt auch immer wieder neu, ne? Also ich bin sicher, dass das hier nichts, auch was das Kollektiv der Menschheit angeht, gibt sicherlich Grundströmungen, die angelegt sind, aber da ist auch ganz viel Freiraum. Sonst wird es ja, also wenn alles vorbestimmt wäre, dann wird es ja auch gar keinen Sinn machen, kann man sich auch sparen, ne? Wo ist dann die Entwicklung? Und wir bestimmte Personen Situationen anziehen, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich würde gerne tiefer in das Thema 5D einsteigen, wo finde ich Gleichgesinnte. Ja, 5D ist, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ist so ein Begriff für halt Beziehungen auf dem, oder Liebe auf dem höheren Schwingungslevel. Also echte Liebe, wenn man so will, immer noch in der Dualität, aber eben nicht diese ego-basierte Liebe, das wäre halt Täter-Opfer-Denken 3D und so weiter. Hat aber nichts mit Human Design zu tun. Man sollte das auch nicht alles zusammenschmeißen, so meine ich. Ne? Weil zum Beispiel, sag ich mal, in einer liebessüchtigen Beziehung zum Beispiel sein, bist du jetzt nicht. Und dann jeden Tag irgendwie einen teuren Kartenleger zu bezahlen, wäre zum Beispiel auch absolut 3D, ne, aus meiner Sicht. Aber wo du da Gleichgesinnte findest, das kann ich dir nicht sagen. Kannst mal in Liebeship Excalibur Gruppe kommen, da sind sicherlich Leute, die sehr offen sind auf Facebook. Aber das wird sich vielleicht noch finden, weil das ja in meinem neuen Buch ist da ja viel drüber drin und wer weiß, was daraus alles entsteht. Aber ist natürlich auch so auf meinem Kanal, da gibt's, ich weiß auch immer nicht genau, wie viele Leute sich, könnt ihr mal kommentieren, sich dafür interessieren, viele auch nicht. Auch kriegen Pickel beim Thema Spiritualität, wobei, was ich, den Bereich von Spiritualität, den ich beackere, den kann man, könnte man auch problemlos aus der Psychologie mehr oder weniger herleiten. Es ist halt nur nicht so schön, nicht so bunt, aber ich bewege mich ja schon immer so in diesem Grenzgebiet. Aber Human Design gehört sicherlich nicht zu diesem Grenzgebiet und ich finde auch spannend, also ich, wie gesagt, habe mir so auch alles angeguckt, ich finde auch Sachen spannend, über die ich hier noch nie geredet habe, die sicherlich ziemlich abgefahren sind, aber mal gucken, wird sich alles finden, aber wo du, weiß ich nicht, manifestierst hier, keine Ahnung, aber ist eigentlich eine gute Frage. Das Problem ist natürlich auch, dass meiner Ansicht nach große Bereiche der spirituellen Welt auf Social Media einfach überhaupt nicht spirituell sind und einfach voller Ego sind. Also im spirituellen Bereich tummeln sich so viel Leute, die einfach komplett im Ego sind, toxisch sind und also ich habe mir gestern mal wieder einen Spaß draus gemacht und habe mir irgend so einen Guru, also einen richtigen Guru, wo ich das Gefühl hatte, das ist doch bestimmt irgendwie so eine Type, die er schon jemals auf dem Kerbholz hat, weil ich war natürlich auch wieder alles, ja, Luft und Liebe und bla und schöne Kettchen und bunte Gewänder und habe das Thema gegoogelt und natürlich prompt krasse Sachen gefunden, wo ich dachte, ja, alles klar, habe ich schon gedacht. So. Und gut, meine, die Menschheit ist nicht perfekt, also Menschen sind nicht perfekt und gerade die, wo, wenn man sehr stark nach dem Licht sucht, gibt es tiefe Schatten manchmal, das ist alles menschlich, muss man jetzt auch nicht bewerten hier. Aber dann sollte man vielleicht nicht sagen, man ist irgendwie heilig und Guru und Yogi und gut, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, es ist einfach so viel Ego und ich finde auch viele spirituelle Videos auf YouTube so voller Ego und woran merkt man das? Ja, wenn es wieder nur um Spaltung, Angstmacherei geht, ja, unter diesem Deckmantel der Spiritualität einfach Produkte verkauft werden sollen. Wie gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, wir müssen alle unser Brot verdienen, aber dann soll man nicht so einen machen, als wenn einem das scheißegal wäre. Das finde ich halt immer blöd. Genau.
finde deine Ansichten dazu total interessant und auch nicht abgehoben spirituell. Kannst du mir da weiterhelfen, wo ich mich da andocken kann? Ja, hab, glaube ich, alles dazu gesagt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.